Dach des ARD Hauptstadtstudios mit dem Gast, auf den unser ganzer YouTube-Chat wartet. Wir geben uns zumindest Mühe. Zumindest habe ich hier zwei Profis an meiner Seite. Wir haben eine neue Runde vom Dach des Hauptstadtstudios, wo der Wind immer noch sehr, sehr weht. Zu meiner Linken ist Dennis Bramm. Der ist hier gerade tatsächlich auch von der Demo rübergeeilt. Er ist YouTuber, gehört zur, ich nenne es jetzt mal Gaming-YouTube-Gruppe Pizmeet. Ich hoffe, das ist korrekt. Das ist eine Gruppe, die hat auf YouTube 2,3 Millionen Abonnenten, also schon eine große Nummer. Herr Bramm, warum sind Sie heute bei der Demo? Ja, wir haben halt Probleme mit dem alten Artikel 13, jetzt neuerdings Artikel 17 seit gestern, der halt unter anderem halt die Integration von Upload-Filtern vorsieht, was unserer Meinung nach halt einfach dazu führt, dass es ein Overblocking geben wird. Das Verständnis dafür ist natürlich auf unserer Seite da und wir sind auch für die Vergütung von Urhebern, aber wir sind halt auch der Meinung, dass die Gefahr durch Overblocking von Parlamentsseite aus nicht ernst genug genommen wird und na, wie man sieht, mit vielen, vielen tausend Leuten in Deutschland sind wir da nicht die Einzigen. Das war eine klare Kritik ans Europaparlament und da fragen wir jetzt gleich mal nach, denn bei uns ist auch Helga Trüpe. Sie ist seit 15 Jahren, also seit 2004 im Europaparlament, also kennt sich wirklich aus, ist auch Kulturpolitikerin, gehört zu den Grünen und ist für diese Richtlinie. Herr Bramm sagt gerade, im Europaparlament hat man das nicht so richtig übersehen, was das alles implizieren könnte, Stichwort Uploadfilter. Wenn Sie dieses Wort hören, wie geht's Ihnen da? Ja, die Upload-Filter stehen ja im Gesetz nicht drin. Auch wir wollen keine verpflichtenden Upload-Filter. Aber was wir wollen, ist die Wertschöpfungslücke bekämpfen. Wir wissen seit vielen Jahren, dass zum Beispiel YouTube mit die größte Musik-Sharing-Plattform ist und die Urheber einfach nicht angemessen vergütet werden von den neuen Monopolen. Und es geht darum, dass wir diese dazu bringen, Lizenzverträge abzuschließen. Und wenn es Lizenzverträge gibt und damit Rechtssicherheit für die Uploader und die Plattformen bezahlen müssen und die Urheber endlich was kriegen, dann braucht man sowieso keine Filter. Und das ist für mich einfach eine gute und faire Lösung. Nun ist Herr Bramm ja einer von den Urhebern und er ist auf YouTube unterwegs mit seiner Gruppe. Fühlen Sie sich da schlecht aufgestellt? Sind Sie schlecht bezahlt? Erstmal nein, wir selber nicht. Gar nicht, ganz und gar nicht. Wir zahlen auch unsere Lizenzen tatsächlich für Musik und ähnliche Geschichten. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren, weil wir das auch richtig finden. Und ich finde es halt schade von der Politik, wie auch in diesem Fall tatsächlich, dass wieder auf die Leistungsvergütung der Urheber eingegangen wird. Darum geht es bei der Geschichte nicht. Da sind alle für. Deswegen passt auch der Slogan Yes to Copyright für beide Seiten. Wir sind für die Copyright, wir sind für die Vergütung. Wir sind dafür, dass kleine Künstler auch ihren Teil vom Kuchen abbekommen müssen. Das ist so, das sollte. Aber die Problematik an der jetzigen Novelle, die durchkommen soll, ist, wer macht diese Filter? Die werden die groß machen. Google, Facebook. Ja, das heißt, unsere ganzen Daten werden erstmal aus der Europäischen Union rausgehen. Gleichzeitig ist der Schutz der kleinen Unternehmen, wie es immer gesagt wird, und haben von Herrn Voss gar nicht gewährleistet, aufgrund einer 3-Jahres-Sperrfrist. Das sind solche Kleinigkeiten, die halt dafür sorgen, dass kleine Start-ups in Deutschland es an allen Ecken und Enden schwer haben werden, im großen Spiel der digitalen Welt mitzuspielen. Und das meiner Meinung nach, nicht nur deutsch, europäisch, und das meiner Meinung nach unnötigerweise. Wobei man natürlich sagen muss, Frau Trüpe hat es gerade schon gesagt, das ist auch richtig so, in dieser Richtlinie steht dieses Wort nicht drin. Also die Upload-Filter, über die sehr viel geredet wird, die stehen da so nicht drin. Es gibt aber eben Kritiker, die sagen, es geht gar nicht ohne. Wie können Sie das nochmal sozusagen, also dieses Argument vielleicht auch nochmal entgegnen, also die Angst so ein bisschen nehmen, weil das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt ja viele, auch Juristen, es gibt Techniker, die sagen, das ist ein Riesenthema. Also erstens hat YouTube jetzt schon einen Filter, nämlich Content ID, um zum Beispiel nackte Brüste rauszufiltern. Das heißt, Filter gibt es längst. Aber die Angst ist ja davor, dass es zu einer Zensur führen könnte oder zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wenn es um Zensur geht, wie in China, dann werden Begriffe geblockt von der Regierung. Hier geht es darum, dass Urheberrechte wirklich eingehalten werden und die Leute bezahlt werden. Ich freue mich ja darüber, auch wenn Dennis jetzt sagt als YouTuber, dass sie auch für die Bezahlung der Urheber sind. Es war 10 Jahre lang so, dass viele das gerade in Frage gestellt haben. Und die großen Konzerne lizenzieren eben nicht angemessen. Und darum geht es. Es geht darum, die großen Monopole zu treffen, die kleinen Plattformen. Du bist drauf. Vielen Dank. Wir sind gerade schon live bei Facebook, YouTube, Twitter. Wir schalten direkt nochmal zurück nach Berlin. Dort spricht meine Kollegin Christine Becker mit Helga Trüpel von den Grünen. Für eine Identifikationstechnologie, um nicht verklagt zu werden. Die Urheber kriegen was. Also es gibt Modelle, die kostengünstig sind und die nicht zu Zensur und Einschränkung von Meinungsfreiheit führen. Okay, ich höre gerade, in Hamburg gab es ein bisschen hin und her geschaltet, aber wir dürfen noch ein bisschen weiterreden.
ist wunderbar, weil wir sind gerade mitten in einer spannenden Diskussion. Ich gehe noch mal ganz kurz zu Frau Trüpel. Frau Trüpel, das heißt aber, Sie würden sagen, auch für Herrn Bramm werden sich Dinge verbessern, wenn die Richtlinie durchgeht. Also erstens hat er ja offensichtlich, haben Sie Kanäle, die lizenziert sind, dann gibt es ja sowieso kein Problem. Es gibt Urheber, die nicht in Verwertungsgesellschaften sind. Da kann man zum Beispiel mit Collective Extended Licensing arbeiten, wie das in Skandinavien passiert, sodass die auch ihre Rechte wahrnehmen können. Dann gibt es Urheber, die das nicht wollen. Keiner wird gezwungen, Geld im Internet zu verdienen. Es geht darum, dass die Urheber, die angemessen vergütet werden wollen, endlich diese Chance kriegen, weil wir diese Wertschöpfungslücke seit vielen Jahren zu beklagen haben. Das ist der Kern dieser Richtlinie, das ist Kern von Artikel 13, jetzt 17. Und es geht einfach um Fairness. Es geht nicht darum, die Freiheit des Netzes einzuschränken. Ganz im Gegenteil, es geht darum, Freiheit, Fairness, Gerechtigkeit miteinander zu verbinden. Herr Bramm, ich muss sagen, das klingt jetzt erstmal in meinen Ohren nicht verkehrt. Und ich würde sagen, also das sind ja Begriffe, mit denen Sie auch viel anfangen können, oder? Ey, das klingt erstmal, wenn man das so hört, natürlich super. Ja, ich meine, wer ist nicht für Freiheit und Fairness? Und da sind wir ja auch für. Das muss die Vergütung des kleinen Künstlers geben. Aber die Novelle wird folgendermaßen umgesetzt. Und da muss ich das Europaparlament in seiner Gänze eigentlich kritisieren, dass sie, glaube ich, an einem Praxisbeispiel abseits von YouTube und Facebook nicht durchdacht sind. Weil es wird immer gesagt, es soll eine Verhältnismäßigkeit geben. Trotzdem sind klare Regeln gesetzt, wie zum Beispiel 5 Millionen Viewer, 10 Millionen Euro Umsatz. Und das Wichtigste, 3 Jahre. Das heißt, egal wer in Deutschland, egal wer in Europa, diese Richtlinie kann man ja auch nicht auslegen. 3 Jahre sind 3 Jahre, also auch im nationalen Recht werden es 3 Jahre sein. Heißt, nach 3 Jahren zählt dieses Recht für jeden, also auch für den kleinen Bäcker mit seinem Online-Dienst. Der hat weniger Probleme, sofern er keine Stockfotos benutzt, im Zweifel, aber 3 Jahre sind 3 Jahre, weil es steht ein Oder zwischen diesen Wörtern. Man muss nur eins von diesen 3 Kriterien erfüllen für den Onlinehandel. Jetzt geht es natürlich noch darum, da werden halt viele argumentieren mit, ja, es muss halt gesorgt werden dafür, dass man sein Geld auch hauptsächlich mit urheberrechtlichen Inhalten verdient. Natürlich, das darf man nicht außen vor lassen. Und da kommen wir halt zu den ganzen Foren auf dieser Welt. Ab wann verdiene ich denn Geld? Nehme ich halt zum Beispiel ein kleines Forum über halt Kunst oder so und habe halt noch ein bisschen Werbung drauf, um die Serverkosten zu reduzieren, dann falle ich auf einmal unter eine Regelung und da sagt halt jeder Nein, oft aus der Politik sehen, aber die Rechtsanwälte sagen halt alle ja, weil es steht halt kein Betrag drin, weil wenn ich älter bin als 3 Jahre, muss ich das halt bezahlen und das finde ich halt unfair, unverhältnismäßig und das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, das spielt nur YouTube und Facebook in die Hände, die werden Milliarden mit den Upload-Filtern verdienen, weil die Technik von denen kommen wird, mehr oder weniger, und ja, der Rest hat im Zweifel verloren. Okay, das ist die Einschätzung eines YouTubers. Frau Trüpel schüttelt mit dem Kopf. Wir werden den Konflikt auch heute, wie schon so oft vorher, bei diesem Thema nicht lösen können. Aber es gibt viele weitere spannende Themen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück nach Hamburg und hören mal bei euch weiter in den verschiedenen Demos und vielleicht auch noch zu weiteren Politikern.